Hallo. Ja, Svena. Hallo. Du, ich hätte Tourenski gehabt. Ja, Werner, nachher bitte um den Teil 3. Ja, also im Teil 3 wollte ich mal das Thema besprechen, wie man sich eine Basis schafft, um ein glückliches Leben zu führen. Nämlich viel braucht es nicht, aber eine gewisse Grundlage, um gut zu leben, glücklich zu leben, mit bescheidenen Mitteln, es braucht dazu gar keinen Luxus, den müsste man zur Zeit wissen. Und die meisten Leute, die sind zu faul, überhaupt darüber zur Zeit nachzudenken, was sie eigentlich glücklich macht. Und dann vielleicht auch noch es ein wenig experimentieren, was sie wirklich glücklich macht. Denn das ist das Allerwichtigste. Oft viel wichtiger noch als das Material, als das Geld dazu. Denn das Geld mehr oder weniger für eine bescheidene Wohnung, was eigentlich die Hauptsache ist, das müsste man haben, um glücklich leben zu können, denn ohne Wohnung geht das nicht. Aber die Leute wissen nicht, sie sind in ihrer Alltagsmühle, in ihrem Tretrad drinnen und denken nicht darüber nach, dass das Leben ja eigentlich endlich ist und nicht unendlich, wie sie denken. Sie denken morgen. Da müsste man zur Zeit vorbeugen. Und das wäre wichtig, sich nicht unnötig das Geld ausgeben für Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, um dem Nachbarn zu imponieren, den man nicht leiden kann und so weiter. Also ein Selbstwertgefühl sich steigern durch Äußerlichkeiten, das ist der größte Blödsinn und führt natürlich zum Unglück. Und so wäre es richtig, sich einmal einen Weg zu finden, in dem man glücklich sein könnte. Und wenn man den hat, dann darauf sparen, eine Zeit lang, und das dann zu realisieren und immer mehr zu genießen, bis man dann 365 Tage Urlaub hat, wie ich es jetzt Gott sei Dank habe, und ich lebe praktisch jetzt, wo andere Urlaub machen. Und ich lebe 10-mal billiger als andere Leute hier im Urlaub leben. Warum? Weil ich mir das zurzeit alles gut organisiert habe und für die Wohnung zahle ich nur die Betriebskosten und für Essen und so ist ja sowieso eine Bagatelle. Und diesen habe ich geschenkt bekommen und so weiter. Die Leute schmeißen ihre Sachen, sie kaufen, schmeißen weg und danach jammern sie, sie haben kein Geld. Und also, liebe Leute, da versucht herauszufinden, was euch glücklich macht. Und auf dem Weg, auf das Ziel, mit viel Begeisterung, sparen und dann anschaffen und dann experimentieren, ob es wirklich das Richtige ist. Und wenn es das Richtige ist, dann freut euch auf 365 Tage Urlaub. Denn viele Leute kommen in Rente und wissen nicht, was mit sich anfangen. Und dann kommt natürlich das Altersheim und dann kommt das Pflegeheim und dann kommt der Sarg. Und das war's. Also man soll auch nicht den Weg gehen, wie ich rechts und links oft sehe. Da ist ein kleines Sprüchlein dazu, das sagt, du weißt nicht mehr, wie Blumen duften. Kennst nur das Arbeit und das Schuften. Und so gehen sie hin die schönsten Jahre und plötzlich liegst du auf der Bahre. Und hinter dir, da grinst der Tod, kaputt gerackert, Vollidiot. Also das wäre natürlich auch ein Fehlweg, auf der Bahre zu liegen und der Tod soll hinter dir grinsen, Vollidiot. Und darum zur Zeit denken. Aber wir sind gewöhnt, dass andere für uns denken. Denn Selbstdenken ist schwierig. Dann, wenn ich selbst denke, habe ja ich die Verantwortung für alles. Und wenn andere denken, dann kann ich die Schuld auf andere abschieben. Aber wenn man selbst denkt, und bei mir ist es so, ich habe damit so viel Begeisterung. Ich weiß, ich liebe Natur und habe mir eine Behausung in den Bergen und eine Behausung im See. Zurzeit mit viel Sparen. Ich habe seit 10 Jahren, ich bin aus Siebenbürgen gekommen, wo ich mit nichts hier angekommen bin. Ich musste mein ganzes Erspartes dort lassen. Und habe hier in 10 Jahren mit viel Sparen es geschafft, mir in den Bergen eine Wohnung und am See. Im See habt ihr ja gesehen, im einen Teil, kein Luxus. Luxus ist nicht notwendig. Aber notwendig ist, das zu wissen, dass das Herz täglich lacht vor Freude und das Immunsystem
fällt darauf herein und denkt, na ja, dann, wenn das dem so geht, dann der wird halt nicht mehr krank. Und so geht es mir immer besser. Und okay. Das ist herrlich. Okay. Bald gehe ich auf die 80 bin ich nächstes Jahr dann dran und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wunderbar. Also das Alter ist natürlich keine Weg für Feiglinge. Es bringt schon vielleicht mehr körperliche Problemchen. Aber, die mit Geduld und Gelassenheit hinzunehmen, ist auch eine Kunst. Wenn man die beherrscht, dann ist man ja auch wieder weiser werden, jeden Tag ein wenig dazulernen und glücklicher werden. Das wünsche ich euch. So viel für heute. Danke, lieber Werner.